Ich bin vor 2 Jahren, also zu Beginn, als ich hier angefangen habe zu studieren, zum Flag Football gekommen, weil ich einfach mal Lust hatte, noch eine andere Ballsportart auszuprobieren, die nicht ganz so weit vertreten ist. Ready, go! Flag Football ist etwas ganz Eigenes. Es geht um kürzeste Spielzüge, in denen die Spieler Höchstleistung erbringen. Die Spielphasen, wo es wirklich, wo das Spiel läuft, sind sehr kurz. Das sind meistens 5 bis 10 Sekunden, wo der Ball im Spiel ist, wo man 100% Gas geben muss. Und dann hat man wieder bis zu einer halben Minute Pause. Also es ist eine sehr besondere Art von Kondition, die man braucht. Nicht wie eben im Fußball oder in vielen anderen Ballsportarten oder sonstigen Sportarten, wo man ständig in Bewegung ist, aber eben nicht auf Topspeed, ist man hier auf absolutem Topspeed, aber dafür nur sehr kurze Phasen. Weltweit spielt man Flag Football unabhängig von Figur und Körpergewicht. Man kann fast jeden Körpertyp brauchen. Wir freuen uns über sehr große Leute, wir freuen uns über sehr kräftige Leute. Also wir können sehr wendige, agile Leute brauchen, wir können sehr schnelle Leute brauchen. Wir spielen immer gemischt. Frauen werden genauso eingesetzt wie Männer auch. Hier kann man nicht wirklich unterscheiden zwischen, dass die Frauen irgendwie leichter angenommen werden als die Männer. Das würde ich sagen, gleicht sich hier bei der Sportart wunderbar aus. Zwei schmale Fahnen tragen die Spieler an der Hüfte. Sie geben dem Flag Football den Namen. Wenn ein Gegenspieler dem Ballbesitzer die Fahne abreißt, ist ein Spielzug vorbei. Beim Flag Football wird viel gesprochen. In Grüppchen vereinbaren die Spieler eine Taktik für den nächsten Spielzug. Also aufs First Down, also auf die gelbe, auf die gelben Hütchen. Okay. Ready, go! Ja! 2, oder? 2 Points. Also ein auf jeden Fall. Ready, go! Ziel ist immer wieder, den Ball ans Ende der gegnerischen Hälfte zu bringen. Dafür gibt es Punkte. Das ist eine Sportart, bei der man sich nicht nur körperlich anstrengt, sondern auch sehr, sehr viel mitdenken muss. Sehr viel aufeinander abgestimmt sein muss. Und es ist eine Sportart, die sehr abwechslungsreich ist, die sehr viel Spannung beinhaltet, die einen größeren Spannungsbogen hat als jede andere Sportart. Und die, was ich auch immer von den anderen Spielern höre, unglaublich viel Spaß macht.